Heute ziehen wir uns alle Arcs rein, in denen Shanks vorgekommen ist. Wir schauen, was er so gemacht hat, wie seine Jugend war und was er zurzeit macht. Yo Bros, Milio ist wieder am Start. Wenn ihr das Story-Format feiert, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt mal in die Kommentare, welchen Charakter ich als nächstes machen soll. Wir starten dann auch direkt mal durch. Shanks Kindheit. Shanks wurde vor 39 Jahren in West Blue geboren und wuchs in einer Stadt auf, die Wein produziert. Als er ein einjähriges Kind war, wurde Shanks von den Roger Piraten in God Valley in einer Schatztruhe gefunden. Es ist nicht bekannt, wie genau Shanks in eine solche Situation geraten ist, aber er wurde schließlich von der Crew aufgenommen. Vor mindestens 30 Jahren, im Alter von 9 Jahren, war Shanks neben Buggy ein Lehrling der Roger Crew. Beim Lesen einer Zeitung waren Shanks und Buggy genervt darüber, dass die News sich weiterhin auf die Whitebeard Piraten konzentrierten. Zu diesem Zeitpunkt trug er bereits den Strohhut, den ihm Gold Roger geschenkt hatte. Vor mindestens 27 Jahren verbrachte er die meiste Zeit zusammen mit seinem Lehrlingskollegen Buggy und stritt über die bedeutungslosesten Dinge, wie etwa darüber, welcher Pol kälter sei, der Norden oder der Süden. Ihr ständiges Gezanke verärgerte Rayleigh immer wieder. Trotz ihrer Gegensätze wurden beide oft zusammengesehen, während sie an Bord des Schiffes waren. Dies führte dazu, dass Whitebeard sich sogar im Nachhinein daran erinnerte, eine große Nase neben Shanks während ihres Kampfes mit Roger gesehen zu haben. Einige Zeit später entdeckte die Besatzung ein nahegelegenes Schiff und bereitete sich darauf vor, es anzugreifen. Als sie sich auf den Kampf vorbereiteten, diskutierten Shanks und Buggy über die Bedeutung von Schätzen, wobei Shanks behauptete, dass Schätze nicht das einzig Wichtige im Leben eines Piraten seien. Während eines Überfalls auf ein feindliches Schiff, wobei die Besatzung die Teufelsfrucht Trennfrucht gefunden hat, fand Buggy eine Schatzkarte, die den Standort eines wertvollen Unterwasserschatzes markierte, den er mit niemandem teilen wollte. Nach der Schlacht veranstaltete die Besatzung eine Party zur Feier ihres Sieges und Shanks versuchte, Buggy einzuladen, sich ihnen anzuschließen, da sie einen seltsamen Schatz gefunden hätten. An diesem Abend sprachen Shanks und Buggy darüber, was sie nach dem Verlassen der Crew vorhatten, und als Buggy behauptete, er würde Shanks gerne als sein Crewmitglied rekrutieren, wenn es da nicht seine Ideale gäbe, erklärte Shanks, dass er nicht unter Buggy segeln wollte und dass Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen wie sie andere Wege gehen sollten. Die beiden waren sich einig, dass sie sich als Feinde begegnen würden, sobald sie die Crew verlassen. Aber dann erzählte Shanks Buggy, wie die Teufelsfrucht, die sie gefunden hatten, für etwa 100 Millionen Berry verkauft werden könnte, was Buggy dazu veranlasste, seinen Plan zu ändern, damit er die Teufelsfrucht stibitzen und verkaufen konnte. Buggy war nämlich der Meinung, dass nur ein Trottel eine Teufelsfrucht essen würde, denn dann könnte man ja nicht mehr schwimmen und die Unterwasserschätze bergen. Am nächsten Tag, nachdem Buggy eine gefälschte Version der Teufelsfrucht gegessen hatte, um den Rest der Crew auszutricksen, überraschte Shanks ihn später, als er plötzlich hinter Buggy auftauchte, was Buggy dazu brachte, die echte Teufelsfrucht in seinem Mund zu verstecken. Shanks sagte Buggy, er solle nicht so viel Essen klauen und ging dann weg. Kam aber wieder plötzlich zurück, um ihnen etwas zu erzählen, was Roger gerade getan hatte, und überraschte Buggy erneut, der versehentlich dabei dann die echte Teufelsfrucht verschluckt hat. Als Buggy ihn dann anschreit, bemerkt Shanks, dass die Schatzkarte, die Buggy zuvor gefunden hatte, langsam ins Meer fällt, was Buggy dazu veranlasst, ins Meer zu springen, um sie zu retten. Buggy bemerkt dann unter Wasser, dass die Legenden um die Teufelsfrucht wohl wahr sind, da er sich nicht mehr bewegen kann. Irgendwann erkennt Shanks auch, dass da etwas nicht stimmt und springt ins Wasser, um Buggy zu retten. Vor genau 27 Jahren, als sich die Crew mit den Golden Line Piraten konfrontiert sah und Shanks sich auf den Kampf vorbereitete, erinnerte er Buggy daran, sich keine Sorgen zu machen, da sein Körper immun gegen Klingenangriffe sei. Kurz darauf, nachdem ein Sturm es den Roger Piraten ermöglichte, unbeschadet aus dem bevorstehenden Kampf zu gehen, wurde die Schlacht als At War bekannt. Irgendwann vor 26 Jahren sorgten die Roger Piraten auf einer Insel für Aufruhr. Nachdem sie eine Gruppe Marineleute besiegt hatten, erfuhren sie, dass die Whitebeard Piraten auf der anderen Seite der Insel angedockt waren. Die Roger Piraten kämpften dann 3 Tage und 3 Nächte lang mit den Whitebeard Piraten, bevor das Gefecht schließlich zu einem Austausch von Geschenken wurde und man eine Riesenparty veranstaltete.
Shanks und Buggy tuschelten dann über Blackbeards Unfähigkeit zu schlafen und kamen zum Entschluss, dass irgendwas nicht mit ihm zu stimmen scheint. Zu den Roger Piraten gesellten sich dann auch Kozuki Oden und seine Familie sowie Inuarashi und Nekomamushi, da Roger ihn unbedingt für seine letzte Reise dabei haben wollte. Obwohl Shanks Oden aufgrund seiner Verbindung mit Whitebeard anfangs misstraute, wurde er schließlich warm mit ihm und fing an, ihn als richtiges Mitglied der Crew zu betrachten. Irgendwann besuchte die Crew Skypiea und entdeckte die goldene Glocke, wo Roger Oden bat, eine Nachricht einzuritzen. Nach ihrer Abfahrt von Skypiea führte die Reise der Crew sie nach Water 7, Tequila Wolf, Sabaody Archipel und zur Fischmenscheninsel. Einige Zeit später ließen sie Toki, Momonosuke, Hiyori, Inuarashi und Nekomamushi auf Vorschlag von Krokus in Wano zurück, da Toki zu diesem Zeitpunkt krank geworden war. Nachdem sie dann Zou besucht hatten, wurde auch Buggy krank. Shanks beschloss daraufhin bei seinem Freund zu bleiben, um sich um ihn zu kümmern. Also gingen die beiden nie mit dem Rest der Crew nach Lovetail, obwohl Shanks erklärte, dass er dies eines Tages in der Zukunft tun wollte. Nach Rogers Rückkehr von Lovetail fragte Shanks Roger etwas, nur um danach Tränen zu vergießen. Dazu hätte ich dabei auch eine kleine Theorie. Falls ihr Bock drauf habt, schreibt mal Shanks Tränen in die Kommentare. Vor 25 Jahren boten Shanks, Rayleigh und Buggy Oden ihre Hilfe an, wenn er irgendwas brauchen sollte. Nur um von ihnen dankend abgelehnt zu werden. Nachdem Roger König der Piraten geworden war, wurde die Crew ein Jahr vor seinem Tod heimlich aufgelöst. Roger war der Erste, der ging, und nachdem sich die Wege von ihrem Kapitän getrennt hatten, brachte der Rest der Besatzung Oden nach Wano zurück. Die anderen Mitglieder, einschließlich Shanks, verließen nacheinander die Besatzung. Vor 24 Jahren war Shanks auch unter den Zuschauern von Rogers Hinrichtung in Logtown. Er weinte, nachdem sein ehemaliger Kapitän gestorben war. Später am gleichen Ort begann er Pläne für seinen eigenen Piratenweg zu schmieden. Er bot Buggy einen Platz in seiner Crew an, der sich weigerte, für Shanks zu arbeiten, und von da an gingen die beiden ihre eigenen Wege. Shanks hörte jedoch oft Geschichten über Buggys Aktivitäten als Pirat. Der Aufstieg von Roter Shanks. 22 Jahre vor der aktuellen Timeline hörte Shanks von einem erfahrenen Scharfschützen namens Yasop und ging nach Syrup Village auf den Gecko-Inseln, um ihn zu rekrutieren. Danach wurde die Crew von Shanks immer größer und es wurden auch Ben Beckman und Lucky Roo rekrutiert. Yep. Hättet ihr gewusst, dass Ben Beckman gar nicht der Erste war? Jetzt überlegt euch mal, wie krass Yasop eigentlich gewesen sein muss, wenn jemand wie Shanks ihn als Erstes holen will. Vor 19 Jahren retteten die Rota-Piraten eine Insel vor einer rivalisierenden Piratencrew und Shanks adoptierte die verwaiste zweijährige Uta, nachdem er sie in einer Truhe gefunden hatte, die sie damals geplündert hatten. Was ein Zufall, dass er damals genauso gefunden wurde. Irgendwann traf Shanks erneut auf das Mitglied der Whitebeard-Piraten, Marshall D. Teach, wobei er Shanks mit drei Narben an seinem linken Auge zurückließ. Das genaue Datum dieses Ereignisses ist nicht bekannt. Shanks machte aber klar, dass diese Narbe nicht durch seine Unachtsamkeit geschehen ist. Shanks kämpfte auch oft mit Mihawk und ihre Schlachten sollten damals schon über die ganze Grand Line bekannt gewesen sein. Vor 13 Jahren stahl die Crew von Shanks die Gum-Gum-Frucht, die auf einem Regierungsschiff vom damaligen CP9-Agenten Who's Who bewacht wurde. Wie wir aber mittlerweile wissen, war das eine ganz, ganz andere Frucht. Im selben Jahr kam Shanks auf Dawn Island an, wo er einen Jungen namens Monkey D. Ruffy traf. Fasziniert von dem Jungen und die schöne Atmosphäre vom Windmühlendorf genießend, beschloss er, die Insel für eine kurze Zeit zu seiner Basis zu machen. Aus der kurzen Zeit wurde dann aber ein ganzes Jahr. Ruffy schloss die Crew schnell ins Herz, so sehr, dass er sich ihren Reihen anschließen und auch Pirat werden wollte. Aber Shanks weigerte sich, Ruffy in seine Crew aufzunehmen, weil er einfach zu jung war. Vor 12 Jahren besuchten die Rota-Piraten Elegia. Nach dem Vorfall auf der Insel nahm Shanks die Schuld dafür auf sich, ließ Uta in Gordons Obhut und kehrte zum Windmühlendorf zurück. Infolgedessen betrug das Kopfgeld von Shanks zu diesem Zeitpunkt 1 Milliarde und 40 Millionen Barry. Eines Tages wurde Shanks Zeuge, wie Ruffy versuchte, sich als würdig zu erweisen, seiner Crew beizutreten. Er und seine Männer sahen erwartungsvoll zu, waren dann aber geschockt, als sich Ruffy unters linke Auge stach. Sie veranstalteten dann eine Party in der Bar, um Ruffys Mut zu feiern. Währenddessen beschimpfte Shanks Ruffy, weil er so dumm war, und verweigerte Ruffy erneut die Erlaubnis, sich seiner Crew anzuschließen, weil er der Meinung war, dass er noch zu jung und unerfahren war und nicht schwimmen konnte. Nachdem er Ruffy dazu gebracht hatte, Saft zu trinken, lachte Shanks sich kaputt und sagte ihm später, dass er und seine Crew das Dorf nach 2 oder 3 weiteren Fahrten verlassen würden, was ihm Zeit geben würde, schwimmen zu lernen.
Sie wurden jedoch unterbrochen, als Higuma und seine Banditen ankamen und Sake verlangten, von dem Shanks und seine Crew bis auf eine Flasche alles ausgetrunken hatte. Shanks bot Higuma die letzte Flasche an, aber Higuma zerschmetterte sie über seinen Kopf, weil er das Gefühl hatte, dass es nicht genug war. Als Shanks versuchte, das Chaos zu beseitigen, anstatt sich zu rächen, warf Higuma Shanks Essen auf ihn und ging, überzeugt, dass Shanks ein Feigling war. Danach lachten Shanks und seine Crew über seine Demütigung, aber Ruffy, fassungslos darüber, wie Shanks sich weigerte, gegen sie zu kämpfen, versuchte wütend zu gehen, was dazu führte, dass Shanks entdeckte, dass er die Gum-Gum-Frucht gegessen hatte, als er Ruffys Arm packte und sich dieser auf einmal dehnt. Shanks schreit Ruffy dafür an und erklärt ihm, dass dies bedeutet, dass er nie wieder schwimmen können wird. Ein paar Tage später stachen Shanks und seine Crew in See, wobei Ruffy erneut zurückgelassen wurde. Schließlich kehrte Higuma zurück und nahm Ruffy als Geisel, als dieser ihn beleidigte. Als Higuma sich darauf vorbereitete, Ruffy zu töten, erschien Shanks und neckte Ruffy mit seiner Behauptung, einen Schlag so stark wie eine Pistole zu haben. Higuma warnte Shanks, zurückzubleiben, und als Shanks sich ihm näherte, hielt einer der Banditen ihm eine Waffe an den Kopf. Shanks sagte dem Banditen jedoch lediglich, er solle keine Waffe auf jemanden richten, um ihn zu erschrecken, und dass er gerade sein Leben riskiert, weil das Teil kein Spielzeug sei. Als Lucky Roo den Banditen dann plötzlich in den Kopf schoss und die Anwesenden schockierte. Als die anderen Banditen behaupteten, dass das eben gerade eine dreckige Aktion war, wies Shanks sie darauf hin, dass er und seine Crew nun mal Piraten seien. Man kann Shanks ruhig mit Bier oder Essen überschütten, sogar anspucken, und er würde trotzdem einfach nur darüber lachen. Aber vergeht sich jemand an seinen Freunden, egal aus welchem Grund, dann wird er demjenigen niemals vergeben. By the way, was ich hier mega lustig finde, ist, dass die einfach mal jemanden vor Ruffy, also einem kleinen Kind, einen Headshot verpassen und das keinen juckt. Und Hauptsache Ruffy denkt sich danach immer noch so, boah ja geil Mann, Pirat sein wird echt chillig. Nachdem Ben Backman den Rest der Banditen besiegt hatte, war Ruffy überwältigt von ihrer Stärke. Higuma versuchte zu behaupten, dass Ruffy derjenige war, der damit begonnen hatte, aber Shanks erklärte, dass das keine Rolle spielt, weil auf Higuma ein Kopfgeld ausgesetzt war, was Higuma zwang, eine Rauchbombe zu werfen und zu fliehen. Shanks, komplett schockiert, dass Ruffy gerade entführt worden war, fragt sich verzweifelt, was sie tun sollten. Lucky Roo machte klar, dass Shanks sich nicht wie ein Idiot verhalten und in Panik verfallen soll. Wir finden ihn schon, wenn wir alle zusammen suchen. Draußen im Meer sieht man dann Higuma und Ruffy auf einem kleinen Boot. Higuma wirft Ruffy ins Wasser, während er selbst aber auf dem Boot von einem Seekönig attackiert und samt Boot gefressen wird. Ruffy, der im Meer rumzappelt und vom Seekönig entdeckt wird, scheint dasselbe zu widerfahren, woraufhin ihn Shanks im letzten Moment rettet, dabei aber sein Arm vom Seekönig abgebissen wird. Als Shanks ihn mit einem einzigen Blick in die Flucht schlägt, sagt er zu Ruffy, dass er ihm was schuldig ist. Er habe nämlich von Makino gehört, dass Ruffy sich für sie allein gesetzt habe. Shanks lacht und sagt, dass Ruffy nicht weinen soll. Du bist doch ein Mann, fährt er fort. Ruffy, der fürchterlich weint, sagt dann daraufhin, aber Shanks, dein Arm. Während Shanks ihn umarmt und sagt, ach, das ist doch nur ein Arm, keine große Sache. Ich bin einfach nur froh, dass es dir gut geht. Später bereiteten sich Shanks und seine Crew darauf vor, das Dorf zu verlassen. Als Ruffy ihm sagte, dass er selbst Pirat werden würde, behauptete Shanks, dass Ruffy nicht das Zeug dazu habe, ein Pirat zu werden, was Ruffy dazu veranlasste, wütend zu verkünden, dass er seine eigene Crew zusammenstellen würde, um Shanks zu besiegen und der König der Piraten zu werden. Lächelnd gab Shanks Ruffy seinen geschätzten Strohhut und sagte ihm, er solle ihn zurückgeben, sobald er ein großer Pirat geworden sei, was Ruffy zum Weinen brachte. Als Shanks an Bord seines Schiffes ging, sagte Backman ihm, dass er glaubt, dass Ruffy ein bekannter Pirat werden würde, wobei Shanks zustimmt, weil Ruffy ihn an sich selbst erinnerte, als er noch jünger war. Der Aufstieg des Kaisers. Kurz darauf kehrte Shanks zur Grand Line zurück, erreichte schließlich das Sabaody-Archipel und traf Rayleigh erneut. Zu Rayleighs Überraschung hatte er seinen Stroh zusammen mit seinem linken Arm verloren. Als Rayleigh nach dem Grund fragte, fing er aufgeregt an, ihm von einem Jungen zu erzählen, den er im East Blue getroffen hatte und der genau die gleichen Worte wie Gold Roger gesprochen hatte. By the way, hier knüpft die Shanks Tränentheorie auch an, denn weinte Shanks nicht nur bei Rogers Worten, sondern auch bei Ruffys Worten, wie man in diesem Chapter hier lesen kann. Irgendwie sollen also Roger und Ruffy dieselben Worte gesagt haben und beide Male musste Shanks deswegen weinen.
Einige Zeit später, vermutlich direkt nach dem Gespräch mit Rayleigh, betraten Shanks und seine Crew die neue Welt. Irgendwann hörte Mihawk auf, sich mit Shanks zu duellieren, weil er seinen Arm verloren hat. Aber er behielt eine lässige Haltung gegenüber Shanks bei. Danach erzählte Shanks ihm von Ruffy. Dann, 6 Jahre nachdem er das Windmühlendorf verlassen hatte, wurde Shanks als einer der 4 Kaiser anerkannt. Das Treffen mit Ace. Ace wollte unbedingt Shanks treffen. Damals noch unter seiner eigenen Flagge als Spade-Pirat unterwegs, machte sich Ace einen Namen als aufstrebender Rookie. Als er dann Shanks traf, wollte Shanks sofort loslegen, doch Ace machte schnell klar, dass er nicht kämpfen will und bedankte sich dafür, dass er Ruffy damals gerettet hat. Shanks wurde schnell überfreundlich, als Ace seine Verbindung zu Ruffy und Makino offenbarte, der daraufhin sofort mal wieder eine Party schmiss. Während des Gesprächs sagte Ace zu Shanks, dass Ruffy immer noch darüber redet, König der Piraten zu werden, das aber nichts werden wird, weil er selbst der König der Piraten werden wird. Vorher wollte er sich jedoch nochmal einen großen Namen verschaffen. Als Shanks fragt, wie er das anstellen möchte, sagt Ace, ich werde den stärksten Mann der Welt, also Whitebeard, besiegen. Hier sind natürlich auch einige Novel-Informationen enthalten. Ace fragt nämlich Shanks dann nach der Narbe in seinem Gesicht und Shanks antwortet, dass er sich nicht sicher sei, was der Mann, der sie ihm gegeben habe, zurzeit tut, ohne seinen Namen preiszugeben. Ace ging dann später und Shanks und Ben Beckman stellten fest, dass Ace Haki stark genug war, um den Schnee wegzuschmelzen, während er dort war. Was ich aber komisch finde, ist, dass Shanks eigentlich wissen musste, dass Blackbeard noch bei Whitebeard ist, wie es halt schon damals war. Er kannte ja Blackbeard zum allerersten Mal von Whitebeards Crew. Traurig, dass genau dieser Typ, der ihm die Narbe verpasst, später indirekt für Ace Tod verantwortlich ist. Und noch trauriger ist, dass Shanks hier noch nicht gewusst hat, dass er gerade mit dem Sohn seines über alles geliebten Captains gesprochen hat. Logtown Arc. Einige Zeit später, während Shanks und seine Crew sich auf einer Insel entspannten, nachdem sie zu viel getrunken hatten, traf Mihawk ein. Die schwachen Gefolgsleute von Shanks waren in Panik und versuchten Shanks zu warnen. Doch dann stand Mihawk plötzlich da. Nachdem Mihawk erklärt hatte, dass er kein Interesse daran habe, erneut gegen ihn zu kämpfen, zeigte er Shanks, dass Ruffy ein Kopfgeld von 30 Millionen Berry erhalten hatte. Als er sah, dass Ruffy endlich aufgetaucht war, ließ ein fröhlicher Shanks Mihawk nicht mehr gehen, als er trotz seines Katers von seiner vorherigen Trinksession eine weitere Party schmeißt. Ach, der Typ hat's echt mit seinen Partys. Jaya Arc. Shanks bekundete später Interesse an Ace Verfolgung von Blackbeard und schickte Rockstar, um Whitebeard diesbezüglich eine Notiz zu überbringen. Wütend auf Shanks, weil er ihm einen Brief geschickt hatte, sagte Whitebeard zu Rockstar, dass sein Kapitän persönlich kommen und reichlich guten Rum mitbringen müsse. Danach sprach Shanks auf einer Denden-Mushi mit Rockstar, wo er lachte, dass sich der alte Mann kein bisschen verändert habe und Rockstar die Möglichkeit verweigerte, seine Ehre gegen die Whitebeard-Crew einzulösen, bevor er ihm befahl, zurückzukommen. Ich mein, Bro. Rockstar, sorry, aber was dachtest du, kannst du da ausrichten? Als Backman dann fragte, ob sie zu Whitebeard gehen sollten oder nicht, sagte Shanks ihm, dass sich die Besatzung auf einen Kampf vorbereiten sollte. Post Enies Lobby Arc. Nachdem Whitebeard Rockstar mitgeteilt hatte, dass Shanks persönlich zu ihm kommen müsse, wenn er eine Nachricht überbringen wolle, trafen sich die beiden Kaiser schließlich nach dem Enies Lobby Vorfall. Als Shanks an Bord von Whitebeards Schiff ging, benutzte er Königshaki, um die niederrangigen Mitglieder von Whitebeards Crew bewusstlos zu machen. Auf dem Deck angekommen, entschuldigte sich Shanks für seine Taten und behauptete, er sei einfach vorsichtig, weil es das Schiff eines Feindes ist, bevor er Whitebeard sagt, er sei gekommen, um zu reden und habe etwas heilendes Wasser mitgebracht. Als Marco darauf hinwies, was Shanks getan hatte, bat Shanks ihn, sich seiner Crew anzuschließen, was Marco wütend ablehnte. Whitebeard begann sich dann an die Vergangenheit zu erinnern, wobei er anmerkte, dass Shanks früher ein einfacher Lehrling auf Rogers Schiff war. Als Whitebeard ihn fragte, ob die rote Nase, die bei ihm war, noch am Leben sei, enthüllte Shanks, dass er Buggy nicht mehr gesehen hatte, seit sie sich in Logtown getrennt hatten, bevor er weiter sagt, dass er Gerüchte gehört hatte, dass Buggy immer noch ein Pirat sei. Whitebeard behauptet, er könne immer noch die Duelle zwischen Shanks und Mihawk hören, die früher in der Grand Line widerhallten. Bevor er ihn fragt, an welchem Feind er seinen linken Arm verloren habe, nur damit Shanks erklärt, er habe auf die neue Ära gesetzt.
Shanks macht dann klar, dass die Narbe an seinem linken Auge die ist, die immer noch am meisten schmerzt. Und dass Teach es war, der ihm diese Narbe zugefügt hat. Und sicher nicht, weil er unachtsam gewesen ist. Weiter sagt er, dass Teach sich die ganze Zeit bedeckt gehalten hat in Whitebeards Schatten, um nur auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Shanks warnt Whitebeard, dass Blackbeard für seine Position kommen würde, nachdem er an genug Stärke gewonnen hat, und als Whitebeard ihn fragte, was er jetzt von ihm will, bat Shanks ihn, Ace aufzuhalten. Weil er das Gefühl habe, dass die Zeit für Ace nicht reif sei, sich Blackbeard zu stellen. Whitebeard behauptet jedoch, dass er Blackbeard etwas über Moral beibringen müsse und dass Shanks 100 Jahre zu früh dran sei, um ihm zu sagen, was er zu tun habe. Nachdem beide ihren Sake ausgetrunken hatten, stießen sie aufeinander, wobei der Himmel sich teilte. Impel Down Arc. Wie sich dann herausstellt, hat Kaido versucht, die Situation auszunutzen und Whitebeard anzugreifen, während Whitebeard sich auf dem Weg nach Marineford gemacht hat, um Ace zu retten. Doch Shanks scheint sich dann Kaido in den Weg gestellt zu haben. Die Marine hatte große Befürchtungen, dass dies wieder einen neuen Konflikt auslösen könnte. Doch Shanks und Kaido sind ohne größere Konflikte aus dieser Konfrontation herausgegangen. Ob sie kurz gekämpft haben oder sich anderweitig geeinigt haben, weiß man bisher noch nicht. Marineford Arc. Nach dem Tod von Ace und Whitebeard kam Shanks plötzlich in Marineford an, gerade rechtzeitig, um Kobe davor zu bewahren, von Akainu getötet zu werden. Shanks lobt den jungen Marine für seine Entschlossenheit und sagt ihm, dass er sich die Sekunden des Mutes zunutze gemacht habe, um das Schicksal der Welt mit seinen mutigen Worten zu verändern, bevor er verkündet, dass er hierher gekommen sei, um den Krieg zu beenden. Die Marine war schockiert über das Auftauchen von Shanks und seiner Crew, waren sie doch der Ansicht, dass er einen Tag zuvor mit Kaido gekämpft habe. Shanks ruft Buggy zu und fordert ihn auf, Ruffy seinen Strohhut zu geben und lügt dabei, ihn mit einer Schatzkarte zu belohnen, falls er das tut. Als Lucky Roo ihn fragt, ob er sich sicher sei, dass er Ruffy nicht wiedersehen möchte, nachdem er ihn 10 Jahre lang nicht gesehen hatte, gibt Shanks zu, dass er dies gern tun würde, aber dass dies ihr Versprechen brechen würde. Nachdem Law mit Ruffy geflohen war, schrie ein wütender Buggy Shanks an, weil er ihn angelogen hatte. Aber Shanks sagt ja nur, dass es eine Weile her ist, seitdem sie sich das letzte Mal gesehen hatten. Buggy flippt komplett aus und sagt zu Shanks, er solle aufhören mit dieser coolen Art zu sagen. Nachdem er Marco befohlen hatte, sich zurückzuziehen, um den Kampf nicht mehr zu fördern, sagte Shanks den verbleibenden Marineleuten und Piraten, dass er und seine Crew gegen jeden kämpfen würden, der noch Bock hätte weiterzumachen. Shanks fragte Blackbeard dann, ob er dies tun wolle, aber Blackbeard beschloss stattdessen zu gehen, da er weiß, dass es noch nicht an der Zeit ist, sich Shanks zu stellen. Und ich bin ganz ehrlich, meiner Meinung nach hätte er hier ganz schnell einen Prozess mit Blackbeard machen können, aber er lässt ihn gefühlt immer noch freie Hand, weil ich glaube, dass Shanks weiß, dass Blackbeard und Ruffy irgendwie der Schlüssel sind, um das One Piece zu erhalten. Shanks forderte die verbliebenen Whitebeard-Piraten und Marine auf, das Gesicht für ihn zu wahren, bevor er der Marine sagte, dass er Whitebeard und Ace die Bestattung geben wollte, die sie verdient hätten. Als Großadmiral Sengoku erklärte, dass er ihre Körper Shanks übergeben und die Verantwortung für die Handlung der Marine übernehmen würde, dankte Shanks ihm dafür. Nach dem Marineford-Krieg. Später in der neuen Welt nahmen die Rota-Piraten mit dem Whitebeard-Piraten an der Beerdigung von Whitebeard und Ace teil, um ihnen ihren Respekt zu erweisen. Marco dankte Shanks dafür, dass er dafür gesorgt hatte, dass Whitebeard und Ace ordnungsgemäß beerdigt werden können. Als er ging, dachte Shanks leise darüber nach, wie Ruffy mit Ace Tod umgehen wird. Weiter macht er deutlich, dass Ruffy beides kennenlernen muss, sowohl Siege als auch Niederlagen, um ein richtiger Mann zu werden. Das hast du schön gesagt, Shanks Abi. Die 500 Millionen Mann Arc. Während Shanks an einer Hochzeit in den Ruinen einer bestimmten Insel teilnahm, las Shanks die Nachricht von den neuen Kopfgeldern der Strohhüte nach dem Dressrosa-Vorfall. Reverie Arc. Als sich die Nachricht von Ruffys Heldentaten im Totoland auf der ganzen Welt verbreiteten, las Shanks die Zeitung und freute sich darauf, Ruffy wiederzusehen. Shanks ging später zu Marijoa, um persönlich mit den fünf Weisen über einen bestimmten Piraten zu sprechen. Dabei wurde durch die Gorosei klargemacht, dass sie sich extra die Zeit genommen haben, weil es halt Shanks ist. Wano Arc.
Eine Woche nach Ruffys Kampf mit Kaido kamen Shanks und seine Crew in der Nähe der Küste von Wano an. Shanks freut sich über Ruffys Entwicklung, während er die News liest und denkt an die Zeit zurück, als er zuletzt in Wano war, bei der die Roger-Piraten Oden absetzten, während er auch daran denkt, dass Momonosuke und Hiyori inzwischen alle erwachsen sein müssten. Er schaut auf Ruffys neues Fahndungsplakat, während er sich an die Zeit erinnerte, als er die Nika-Frucht von der CP9 gestohlen hatte, sowie an die Zeit, als er mit Ruffy im Windmühlendorf war. Einer seiner Crewmember sagt dann, dass Kid wohl auch auf der Insel ist, der erst vor kurzem versucht hat, sich mit ihnen anzulegen. Wie man ja weiß, hat Kid nämlich in der Vergangenheit versucht, Shanks herauszufordern, hat es aber nicht einmal in seine Nähe geschafft und dabei seinen Arm verloren. Obwohl seine Crew Ruffy nach dieser langen Zeit treffen wollte, lehnte Shanks ab und erinnert die Crew daran, dass Bartolomeo gerade in ihrem Territorium Randale macht und dass er als Kaiser sowas nicht auf sich sitzen lassen kann, da sonst sein Ruf kaputt geht und nicht deiner. Bartolomeo hat nämlich Shanks Flagge verbrannt und Ruffys hochgehisst. Bartolomeo als nächstes Ziel festlegend, nahm er eine Tasse Sake und setzte sich mit Bergman zusammen, den er fragte, ob es nun endlich an der Zeit sei, das One Piece zu beanspruchen. Findet ihr das nicht auch merkwürdig, dass Shanks das ausgerechnet jetzt sagt, wo Ruffy zu Joy Boy geworden ist und die Nika-Frucht erweckt hat? Könnte etwa Ruffy das One... Ach nein, oder würde sowas doch nicht tun? Im nächsten Chapter unterbrach Shanks Momonosukes Kampf mit Admiral Ryukyu, indem er eine starke Welle von Haushokuhaki von seinem Schiff aus auf Wano schoss. Der Admiral spürte sein Haki und erkannte direkt, dass es Shanks benutzt. Die Roter-Piraten forderten Shanks auf, seinen Haki nicht so stark zu nutzen, da die Neuen aus der Crew schon aus dem Mund schäumten. Shanks sagt dann zu Ryukyu, dass er die Marine jetzt nicht als Feiglinge beschimpfen will, aber... Würdest du nicht auch zustimmen, dass das jetzt nicht so cool ist, diese erschöpften Personen zu attackieren, die dabei sind, Piratengeschichte zu schreiben? Während Shanks Flashback von Ruffy, Odin, Uta und so weiter hat, sieht man sein Gesicht ziemlich wütend, wobei er sagt, macht euch die neue Ära etwa solche Angst? Ryukyu macht sich dabei in die Hose und sagt, dass er es ja verstanden habe. Er will nicht gegen die Roter Piraten kämpfen, zumindest nicht heute. Ruffy, Zoro, Sanji und Jinbei amüsierten sich über den Vorfall und sagen, wir müssen jetzt doch nicht mehr einschreiten. Das alles wird abgerundet durch die Frage, wer das mit diesem starken Haki wohl war. Wobei Ruffy dann sagt, ich habe da gerade jemanden mir sehr Bekanntem im Kopf. Egghead Arc. Shanks und seine Crew setzen Marco auf der Insel Sphinx ab. Als Marco aus der Red Force ausstieg, fragt Shanks ihn, ob er wirklich nicht seiner Crew beitreten möchte. Marco lacht und sagt ihm, er solle aufhören zu träumen und dass er zu alt und erschöpft sei, um großen Piraten wie die Roter Piraten zu babysitten. Shanks sagt dann, dass er gar nicht so anstrengend sei und bat Backman ihn zu unterstützen und das zu bestätigen. Back antwortete ihm, dass er das leider nicht tun könne und die Crew bricht dann in Gelächter aus. Einige Zeit später kamen die Roter Piraten in Elbaf an, um in einer örtlichen Taverne abzuhängen und sich eine hinter die Binde zu kippen. Man erkennt Shanks, wie er trinkt und dabei sagt, sei nicht dumm, niemals würde ich so ein hitzköpfiges Kind wie dich mitnehmen. Kurz gesagt, ist das fast dieselbe Situation wie mit Ruffy damals, der auch unbedingt ein Crewmember von Shanks werden wollte. Plötzlich kommt Rockstar rein und sagt, dass sie gerade wirklich von Kid attackiert werden. Die Neuen kümmern sich gerade drum, aber es sieht so aus, als ob das gleich wirklich hier rundgehen wird. Shanks trinkt zu Ende und sagt, ich weiß jetzt nicht, ob das gutes oder schlechtes Timing ist, aber wir wollten gerade aufbrechen. Ich glaube, ich habe echt das Zeitgefühl verloren, aber ist doch normal, wenn man alte Freunde wieder sieht, von denen man dachte, dass sie tot seien. Dabei spielt er auf Boogie und Woogie an. Dann sagt Backman, dass die Feinde angepisst sein werden, weil Shanks sie warten lässt. Shanks macht sich dann auf und sagt, Boogie und Woogie, würdet ihr mir kurz aushelfen? Die antworten, klar Bro, und brechen mit ihm auf. Shanks sagt dann zu seinen Membern, dass Kid eine Wahl hat. Entweder er übergibt ihnen seine Roadponyglyphe und verzieht sich, oder er riskiert einen Kampf mit Shanks. Spoiler, beides trifft zu. Die Kid-Piraten sind sich aber sicher, dass Shanks sich diesmal nicht nur mit einem Arm zufrieden geben wird, wie letztes Mal. Sie werden diesmal dein Leben nehmen und Kid antwortet darauf lachend und sagt, nur wenn ich verliere. Spoiler, er verliert. Als Kid vor einigen Schiffen von Shanks Verbündeten steht und sich denkt, was diese Weirdos hier wollen, sagt Shanks vom Land aus, dass seine eigenen Verbündeten abziehen sollen. Doch sie wollen das regeln, da sie nicht wollen, dass er Shanks zu nahe kommt. Shanks bedankt sich, aber er möchte das nicht.
Dann verabschieden sich viele seiner Verbündeten und sind traurig, dass er geht. Er sagt aber, dass er echt die Zeit vergessen hat und jetzt dieser Big Shot vor seiner Tür steht, mit dem er jetzt einiges zu regeln hat. Dann bricht Gelächter in den Reihen der Verbündeten aus, die sagen, der wahre Grund, warum du dich selbst darum kümmern musst, ist, weil wir zu schwach sind. Wir können keinen Tag alleine ohne deinen Schutz überleben. Lucky Roo kommt dann dazu und sagt, keinen Stress, wir kümmern uns drum. Shanks antwortet aber, dass sie einen 3 Milliarden Berry-Kopf nicht unterschätzen dürfen. Die neue Ära wird rasant stärker. Shanks fragt dann Yasop, ob Kid genug Zeit hatte, gesund zu werden nach der ganzen Sache auf Wano. Yasop bestätigt und sagt, er sieht fit und bereit für einen Kampf aus. Shanks denkt, dass es dann wohl okay ist. Und ich frage mich hier, wie nett man einfach sein kann. Weiter möchte Shanks wissen, ob es News zu Blackbeard gibt, aber da gibt's nichts Neues. Shanks war sich aber sicher, dass er sich auf Wano blicken lassen würde. Damit wissen wir auch, warum Shanks dort aufgetaucht ist. Shanks scheint seit neuestem wirklich jedes Mal da zu sein, wenn Blackbeard und Ruffy Gefahr laufen, aufeinander zu treffen. Ein Crewmate sagt dann, dass sie jedoch neue Infos über Kid haben. Shanks liest sich das durch und sieht, woher er kommt und so weiter. Währenddessen sieht man Kid, der fragt, wie viele Schiffe da sind. Killer antwortet, 9, mit vielen Gesichtern darauf, die ich von Kopfgeldpostern wiedererkenne. Kid hat keinen Bock mehr und lässt einen Damned Punk Laserstrahl los, der alle 9 Schiffe zerstört und viele Opfer mit sich bringt. Doch in Wahrheit ist das noch gar nicht passiert. Es war Shanks Blick in die Zukunft mit Vorahnungshaki, was wir sehen konnten. Bagman sagt lächelnd, sieht wohl so aus, als ob du eine düstere Zukunft gesehen hast. Dabei erkennt man wirklich, dass so einige Personen durch Kids Angriff in Stücke gerissen wurden. Shanks stürmt auf Kid zu und nutzt Divine Departure, den Angriff, den damals auch Roger gegen Oden eingesetzt hat. Dabei finisht der Kid komplett, der ohnmächtig oder sogar vielleicht tot ist. Killer ist auch schwer verletzt, der dabei war, Kid vor dem Angriff zu schützen. Kids Crew bettelt ihn an und ergibt sich. Sie händigen ihm sofort alle Roadponyglyphe aus und flehen um das Leben ihres Kapitäns. Dann erkennt man die Schatten von Boogie und Woogie, die denselben Angriff wie von damals einsetzen, wobei sie damals den Inselfresserfisch durchbohrten. Nur, dass diesmal Kids Schiff durchbohrt wird und seine komplette Mannschaft im Wasser landet. Der Erzähler sagt hierzu folgendes. An diesem Tag in der neuen Welt auf Elbaf wurde die Kid-Piraten-Crew angeführt von Eustace Captain Kid, einem Mann mit einem Kopfgeld von 3 Milliarden, vollständig ausgelöscht. Dabei sieht man das wütende Gesicht von Shanks. Yes, Freunde, das war alles zu Shanks. Das Chapter 1079 mit diesen Einblicken war echt krank. Unfassbar, dass Kids komplette Karriere gerade begraben wurde. Denkt ihr, er ist tot? Und was mir noch viel mehr Sorgen macht, ist, dass der andere Verbündete von Ruffy, also Law, genau von einem anderen Kaiser abgefangen wurde, nämlich Blackbeard. Ich habe einfach nur Angst, Blackbeard demnächst zu sehen, wie er Room sagt. Oder zu erfahren, dass Blackbeard unsterblich geworden ist, weil jemand die Operation an ihm durchgeführt hat. Was denkt ihr, Freunde? Sind Ruffys Wano-Verbündete damit wirklich durch? War's das? Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Wie gefallen euch eigentlich diese Story-Videos? Normalerweise mache ich das ja nur zu Demon Slayer, aber wenn ihr auf weitere Videos wie das von heute über Shanks Bock habt, dann schreibt auch gerne mal in die Kommentare, über welchen Charakter ich als nächstes ein Story-Video machen soll. Danke fürs Zuschauen, ich bin raus, ich melde mich. Tanjikura ma bald auch Hokage, echt jetzt, Milio, das ist der Name, weil Itachi die Mentalität wie Naruto, bereit bis ans Ende zu gehen und steh auf Tsunade auf, meisterte alle 6 Pfade, Geister gegangen, Sensei ist tragisch im Herzen, wir fliegen davon mit den Raben, ah.